Willkommen zurück zur Folge 25 Pokémon Feuerrot. Wir waren schon auf dem Weg auf der Route 8, haben schon die ersten Trainer besiegt, haben uns ein Fukano gefangen. Und dann gehen wir doch mal weiter. Hier treffen wir Mauzi ist so süß. Miau, miauz. Auf die nächste Trainerin. Göre Frieda setzt ein Mauzi ein. Level 24. Klurak lässt sich das natürlich nicht gehen. Setzt den Flammenwurf ein. Und Mauzi wurde besiegt. Und sie setzt natürlich noch ein Mauzi ein. Wir wechseln nicht. Ich denke mal, die wird auch das dritte Pokémon ein Mauzi haben. Flammenmoor von Glurak. Mauzi Level 24. Sollten wir dann auch haben. So, und das dritte Pokémon ist wieder ein Mauzi, so wie ich mir das schon gedacht habe. So, Flammenwurf. Und Mauzi haben wir besiegt. So, jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Habe auf mein Handy geguckt. Tut mir leid. Geht natürlich sofort weiter. Miauz! Wir haben auch diese Trainerin besiegt. Und dann auf zur vierten Trainerin. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Das ist vollkommen richtig. Immer abwechselnd. Was hast denn du Schönes für uns? Du hast 5 Pokémon. Als erstes kommt ein Taubsi. Na, das nehmen wir uns doch vor mit Glurak. Flammenwurf. So. Taubsi haben wir schon mal besiegt. Ein Pikachu. Wir wechseln nicht. Wir lassen Glurak weiterkämpfen. Mit Flammenwurf. Ja, ruckzucki. Kein Problem. Hat nur 3 abgezogen, der ruckzucki vom Pikachu. So, als nächstes kommt ein Radfratz. Ja, wir wechseln mal. Und zwar würde ich gern mal Miss Wonderland probieren. Was die so Schönes kann. Level 19. Einmal Blut bitte. Miss Wonderland. Einmal Blut. Glut, ja. Was? Das war nicht so effektiv, oder was? Wow. Ein Volltreffer. Radfratz wurde besiegt. 231 Erfahrungspunkte. Nidoran. Ja, wir wechseln auch. Wieder auf Glurak zurück. So. Jetzt. Ach, die hat ja noch 2. Flammenwurf. Und besiegt. So, was haben wir denn nun noch? Beziehungsweise das hat sie noch. Ein Mauzi. Ja, wir lassen Glurak jetzt drin. Hoppeliop. Flammenwurf. Wieso hat die eigentlich 5 Pokémon? 5 Pokémon. Ganze 5 Pokémon. Wahnsinn. Aber alle besiegt. Kein Problem. Schau, was du getan hast. Wir haben alle Pokémon besiegt. Das haben wir getan.
So, da fährt er noch mit einem Moped. Was willst du denn? Yeah! Mach den Weg frei oder ich überfahre dich! Schlag mich ja kaputt, ey! Schlag mich ja kaputt! Slimer! Glurak! Slimer sollte kein Problem für Glurak sein! Dieser starke Flammenwurf! Zack! Slimer besiegt! Beziehungsweise Slimer. 472 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt noch ein Slimer. Ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Seit Folge 1, glaube ich, habe ich einen Frosch im Hals. Flammenwurf. Und auch Slimer. Level 24 ist besiegt. So. Weiter geht's. Du hast es drauf, Kitty. Yeah. Ich danke dir für deinen Zuspruch. Und da kommt der nächste Biker. Mein Motorrad spielt verrückt. Drei Pokémon. Smogon. Glurak. Sechsmal Flammenwurf haben wir nur noch. Wir müssten langsam mal in die nächste Stadt kommen. 537 Erfahrungspunkte, Level 42 für Glurak. Und als nächstes Smogon für Glurak. So ein kleines zartes Frühstück, ein Snack für zwischendurch. Flammenwurf. Und Smogon wurde besiegt. Ohne Probleme, 537 Erfahrungspunkte und ein Slimer. Komm, da möchte ich jetzt sehr viele Erfahrungspunkte sehen. Level 23, Flammenwurf. So. Ach, 442 Erfahrungspunkte. Oh, das kann ich einfach nicht. Ja, du kannst das einfach nicht. Das ist vollkommen richtig, dass du das nicht kannst. So. Hier scheinen wir irgendwo anzukommen. Da haben wir den nächsten. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Naja, ich würde mal sagen, das geht so. Das geht so. Ah, vier Pokémon, ein Voltoball. Ein Voltoball. Glurak. Mach mal Flügelschlag. Ja, das reicht. Das ist nicht sehr effektiv, aber das reicht. Magnetillo. Wir versuchen es nochmal mit Flügelschlag. Nee, das ist nicht sehr effektiv. Superschall. Damit sollte Glurak verwirrt sein. So ist es auch. Mach noch mal Flügelschlag. Komm, mach schon. Müsste doch reichen jetzt. So ist es. Magnetillo haben wir auch besiegt. Als nächstes kommt noch mal ein Voltoball. Schaffen wir das noch? Weil ja, Glurak anscheinend verwirrt ist. Flügelschlag, Glurak ist verwirrt. Das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Smogon. Wir wechseln das Pokémon nicht. Flammenwurf. Zweimal Flammenwurf ist nur noch übrig.
Wir müssten uns langsam mal wieder heilen. Au, eine Kernschmelze. Ja, eine Kernschmelze, eine Kernschmelze. Wo geht's denn hier hin? Tunnelfahrt. Da ist nichts versteckt. Dieser alte weise Mann, den... Okay, die Spiele mögen beginnen. Na dann, komm mal her. Was hast du denn Schönes dabei? Drei Pokémon. Ein Wasser-Pokémon. Quapsel. Glurak, schaffst du das mit dem Schaufler? Glurak krebt sich ein. Hypnose ging leider daneben. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Quapsel wurde besiegt. Noch ein Quapsel. Wir wechseln mal unser Pikachu ein. Das müsste doch zu machen sein. Los, Quapsel. Donnerblitz Pikachu. Bam. Quapsel wurde besiegt. Wir haben Quapsel besiegt. Wir haben Quapsel besiegt. Komm, bring mir nochmal Quapsel. Quapuzzi. Ja, ein stärkeres Pokémon. Ich hoffe, das gibt ein paar mehr Erfahrungspunkte. Ein schönes, dickes Wasser-Pokémon. Donnerblitz. Und das wurde besiegt. Wurde besiegt. Wurde besiegt. Und das gibt 616 Erfahrungspunkte für Pikachu. Knapp vorbei ist auch daneben. 1500 Poké-Dollar gewinnen wir. Sehr schön. So, ist denn hier irgendwas versteckt, weil hier der Weg so runter geht? Nö. Da sieht es nicht so, als ob da irgendwas wäre. Gehen wir mal hier durch. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist versperrt. Okay, also müssen wir anscheinend den Tunnelfahrt nehmen. Den Tunnelfahrt. Lass mich da mal rein. Was hat denn das junge Mädel hier zu uns zu sagen? Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Yeah. Wir haben noch ein Fahrrad. Hallo, wie lange ist denn der Weg? So, hallo. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Yeah. Route 7. Wir müssten jetzt direkt in Prismania City eigentlich sein, beziehungsweise ankommen. So ist es, wir sind in Prismania City. Wir gehen ins Pokécenter, heilen mal unsere Pokémon, reden mal mit den Leuten hier. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, das kennen wir da schon alles. Ich trinke mal einen Schluck. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. So, die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Ton, den nur Pokémon hören können. Entschuldigt bitte, aber der Frosch, der ist extrem nervig im Hals. Ich bin von Fusania City aus den Radweg hinaufgefahren. Okay. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Ja, kann man so sagen. Da steht ein Team Rocket-Mitglied. Was erwartet uns denn hier hinten? Finden wir hier irgendetwas? Ja, da liegt ein Item. Äther, wir haben Äther gefunden. Ich guck mal kurz den Boden ab, ob wir hier irgendwas sehen, finden. Also hier liegt schon mal nichts, so wie das aussieht. Ich drück mal kurz eine Runde durch. Nee. Aber hier hinten geht es ja rein, so wie ich das sehe.
War hier unten irgendwas? Hier unten war nichts. Wir gehen mal hier hinten rein. Was haben wir denn hier? Okay. Eine Etage hoch. Noch eine Etage hoch. Noch eine Etage hoch. Jetzt sind wir also oben auf dem Dach. Da kommen wir nicht durch. Aber hier, da steht jemand. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt. In deinem Gameboy Advance. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Okay. Was haben wir hier? Ash erhält ein Evoli. Yeah. Spitzname geben. Selbstverständlich ist denn das Evoli. Das Evoli ist männlich. Wir können wieder einen männlichen Abonnenten dazu nehmen. Und ja, ich habe da noch Marius Runia. Vor 3 Wochen, wir nennen es einfach nur Marius. Marius Runia, willkommen in meinem Team. Du bist das Evoli. So, hier haben wir noch ein Infoblatt über TM. Es sind insgesamt 50 TMs. Ja, okay. Gut, das war es eigentlich hier schon gewesen. Oder wie, oder was? Ich weiß alles. Alles klar. Also ich gehe davon aus, wenn wir hier rein wollen, müssen wir den Weg von vorne wählen. Was ist hier mit dem Team Rocket, Junge? Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Ja. So, was ist hier? Quappo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Okay. Wer bist du? Ah, oh. Ich habe meine Zunge verbrüht. Die nette alte Dame in der Villa gab mir Tee. Aber er war kochend heiß. Ich muss ihn erst abkühlen. Ehe ich ihn trinke. Ja, das ist vollkommen richtig. Ist das hier das Einkaufszentrum? So ist es, das ist das Einkaufszentrum. Ich würde sagen, wir gehen mal in das Einkaufszentrum. Oh, hier gibt es bestimmt ein Schild. Kundeninformation, genau. Ja, haben wir ja gerade schon gemacht. Wir haben auf die Tafel geguckt. Die nette junge Frau hat uns darauf hingewiesen. Ein Telefon, das ist besser, es nicht zu benutzen. So, dann steuern wir mal ins erste Stockwerk. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kaufen. Ja, TMs, hier können wir TMs kaufen. Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, Anziehung. Okay. So, was hast du für uns? Kaufen. Superball, Supertrank, Beleber, Gegengriff, Paraheiler, Aufwecker, Feuerheiler, Eisheiler, Superschutz. Okay. Da war jetzt nichts dabei. Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Sollte ich das? So, zweites. Wer bist du denn? Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Hallo. Ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt, du bist noch nicht so weit, vielleicht hilft dir das hier. Ich denke, die Attacke Konter, nicht, dass ich drauf verlassen würde. Nein. Wir wollen jetzt erstmal keinen Konter. Komm, Georock, ich bin Georock-Sammler. Nanu, Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Cool, mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen ein Georock.
Anhand deiner ID-Nummer kannst du Pokémon, die du bei einem Tausch erhalten hast, identifizieren. Okay, 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 okay. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Also noch eine Etage hoch. Wer bist du? Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Sie freut sich bestimmt über eine Pokepuppe. Hallo, kann ich dir bitte sagen, was können wir denn hier kaufen? Pokepuppe. Okay, Retrobrief. Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein. Ah, da ist noch nicht so das dabei, was ich gerne hätte. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Pokepuppe ablenkst. Etage Nummer 4. Hallo, kann ich dir möglich sein? Kaufen KP Plus, Protein, Eisen, Kalzium, Zink, Carbon zurück. Nee. So, was hast du für mich? X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo, speziell Mega-Block, Angriff Plus. Okay. So, die Tränkeautomat wäre mal langsam nicht schlecht, ne? Ich bin weder der Leistungsvoll noch Mittel für Pokémon hier. Protein steuert die Angriffsstärke, Eisen stärkt die Abwehr. Supi. Nur hier kannst du Lassen von der Mittel von deinem Pokémon kaufen. KP Plus, okay, das war mir schon klar. Okay, wer bist du? Ob du es glaubst oder nicht. Meine Schwester ist eine Trainerin, aber sie ist zu kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ich bin durstig, ein Königreich für ein Getränk. Wort. Ein Automat zur Auswahl stehen. Tafelwasser, Sprudelwasser, Limonade. Ja. Tafelwasser. Wir nehmen mal dreimal Tafelwasser mit. Sprudelwasser. Limonade nehmen wir auch noch mit. Nein! Jetzt habe ich noch mal Tafelwasser gekauft. Limonade. Und ich glaube, davor habe ich auch schon Dings gemacht. Weil das können wir ja gut gebrauchen. Schauen wir mal in unserem Beutel. Zweimal Sprudelwasser, zweimal Limonade, fünfmal Tafelwasser. So, kann ich dir jetzt das Wasser geben? Ja. Wir geben ihr mal die Limonade. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. TM33. Reflektor. Supi. Hier liegt ein Müllbeutel. Da ist aber nichts drin. Super. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also haltet die Ohren steif und ciao, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot.